der ganze Weg umsonst. Ito, do you have anything to say? My father always I can't wait to finally meet you. He never approved your methods. Only your results. Yes? We never break a promise again. We just got here, Ben. We did not start shooting at you. I trusted you, Matthew. Are we going to chase that thing into the East Wing? Or personally, I would have put a bullet in your head. Posthumus and Terminus. Her name is Mia, and she can handle anything. Takeo, I thought you were dead. Where the hell were you? I've been working for this company for 12 years. What about the creepy guy over the radio? This isn't the facility they have. He thought you were special. There was another one. I thought you were special. We're gonna make it out of here alive! Many people died. The guard must have set the sentry on motion detector mode. It just opened fire on everyone in sight. He's alright, no organs were hit. Done the same bullet went in and out. He'll be fine. Might have noticed I'm new here, just like you. Oh, are you going to spoil the fun? Tell me. Yes, you remember now. Du erinnerst dich? It's a massacre. A war zone. Why was the code red given to you? Do you actually remember anything? I can't fight if you're next to me. Ryan, ich verstehe gar nichts mehr. Calm down. Ich verstehe gar nichts mehr. Die Türen, die sind waren schon von Anfang an und immer wieder. My name is Michael and I am a lawyer and much more. Do you know why you're here? See, dumbass. He's a prisoner. Ich weiß überhaupt nichts. Sind wir jetzt komplett durchgedreht? Sind wir noch am Leben? It's a direct order to everyone above Security Clearance 3 to disable everyone below that security clearance. Everyone, take cover behind the counter. I'll take a look. Oh. Wir sind drin, aber wo? Well, you are quite hard to track down. Ah, okay. Nur der Ladescreen kann den Fluss unterbrechen. Oh, oh, oh. Okay. Jake! Adrenaline coming up! Ein Starkmacher. Endlich ein Starkmacher gespritzt. War wohl doch kein glatter Headshot, was? Hey, uns geht's wieder gut. Oh, was habe ich? Nur hart meine Mitte zu finden. Wo ist der Wein? Da. Oh fuck, was ist hier los, verdammt? Sind wir wieder in der Garage? Wir sind in der Tiefgarage. Oh, wir sind in der Tiefgarage. Verdammtes! Ja, das ist toll. Blutverlust. Der hängt da einfach nur im Baumbild. Ich muss den scheiß Verband finden. Da kann ich ihn nicht abschließen.
scheiß Verband finden, sonst bin ich am Arsch. Schnell, schnell, ans Geschütz. Ja, ich hätte aber gerne einen Verband vorher. Oh, 100%. Sehr gut. Sehr gut. Warum? Wo ist er denn noch? Ah, da, okay. Wir bleiben mal so, dann haben wir. Das ist ja genau der Action für mich, wa? Hey, raus, raus! Aua, aua! Ich komm für dich, Herzchen! Da bin ich! Halt dein Maul! Noch was? Ach, auf der anderen Seite. Okay. Woo. Ist auch noch einer drin? Oh, der liegt da einfach nur so. Hey! Glatter Durchschuss. Alles klar. Bisschen blöd, dass er mit dem Rücken zur Tür stand, oder? Und weiter geht's. Boah. Aber die Freiheit. Wow. Was ist denn hier los? Hier ist ganz schön viel los. Jets. Pick irgendwas. Ja, ich gehe ja schon. Au. So, auf die andere Seite? Wahrscheinlich schon, ne? Was müssen wir machen? Get the gate open. So, müssen wir es vielleicht von Hand aufmachen? Ach da! Da, ah, der zweite. Ja, 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 ist ja klar. Sieht man ja auch nicht. Hallo? Nichts hier raus hier. Was? Wo? Sieht aus wie das Trainingscamp eigentlich. Okay, wir fahren einfach weg. Mit so viel Action hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet, ehrlich gesagt. Rauskommen. Der Weg sieht so ewig lang aus. Da haben wir aber ganz schön viele Sondereinsatztruppen, die sich um uns kümmern. Das ist eine riesige Straße. Was ist das hier alles? Oh, Jet. Da hinten war ein Jet. Was haben die hier alles? Ist er gestartet?
Ciao. Ich komme nicht weiter. Okay, das ist eine Tunnel. Und wir sind, ja, raus. Im Ladescreen. Ach, verdammt. Oh, es schon geht weiter. Die Action geht weiter. Keine Zeit zum Luft holen. Gibt's da kein Achievement für? Schieß alle Hubschrauber ab. Riesige Geländer. Oh shit, Jake, get those choppers off my tail! Soll ich mich um die Hubschrauber hinaus kümmern? Das ein Witz sein? Oh fuck. Oh, die Explosion! Atomexplosion! Stimmt, der Kern ist ja zusammengebrochen. Das heißt, wir sind jetzt wirklich die einzigen Überlebenden von ganz Underhill. Die Frage ist nur, was hat das mit dem Licht wieder auf sich, mit diesen grün-roten Dingern? Und warum so viele Leute? Das ergibt alles keinen Sinn. Ich verstehe das nicht. Oh. Oh, oh. Okay. Vielleicht klärt sich's ja noch auf, aber ich glaube, wir werden ziemlich im Dunkeln gelassen. Okay. Warum sind wir hier? Warum ist da ein Hubschrauber? Wir sind doch mit dem Auto. So, wegen der Explosion. Hallo? Noch jemand am Leben? Ich gehe da besser nicht hin. Oh, ein Zaun. Der steht aber noch. Alles hier weggeweht, aber der Maschendrahtzaun, der steht noch. Das ist super. Das Gebäude? Oh, wir sind in der Stadt oder so. Okay, kommt jetzt der Horrorpart. Mal wieder. Hallo? Oh, Asche. Hey! Das ist ja genau wie in Silent Hill. Da ist was Grünes. Ein Umzugskarton. Wir sind definitiv in einer Stadt. Hier müsste eigentlich normalerweise eine ganz normale Stadt sein. Gehen wir jetzt geradeaus oder rechts? Oh, wir werden vom Wind weggeblasen. Okay. Ich schätze mal, wir sollen da lang gehen. Vielleicht müssen wir auch in dieses Diner hier. Schon lange keine Coke mehr. Okay, die Scheiben sind trittfest. Die Türen auch. Da ist einfach Ende. Die Straße ist zu Ende. Wo ist denn unser Best Buddy? Ich habe seinen Namen leider vergessen. Der uns Lucy geschenkt hat. Ihr wisst schon. Tja, fuck. Okay, ich bin mir sicher, das haben die aus irgendeinem anderen Horrorgame geklaut. Da steht ja immer die Richtung, wo wir hingehen können. Immer wo grün ist. Können wir jetzt zurückgehen? Können wir jetzt vielleicht hier lang gehen?
Vielleicht dürfen wir jetzt hier lang gehen. Nee. Dafür müssen wir ja zurückgehen. Oder aber, da war noch irgendwie was. Ist auch blöd, wenn man nicht normal laufen kann. Ich glaube, wir müssen da irgendwie gucken. Ich glaube, wir müssen da irgendwie gucken, ob wir da weiterkommen. Warum kann man nicht rennen? Das ist so unrealistisch. Wir können auch einfach beim Umzug helfen. Vielleicht finden wir eine Waffe da. Vielleicht müssen wir auch ins Auto. Warte mal, ist die Tür jetzt auf? War sie nicht gerade verrammelt? Die war auch gerade zu, oder? Okay. Die war gerade zugerammelt. Das ist mir gerade nicht so aufgefallen. Tut mir leid. Well, oh. You are quite hard to track down. Does this place mean anything to you? Er hat keine Stimme. You're not where you think you are. Der G-Man. You got carried away. It's not your fault. It's hard to stay focused. I don't blame you. But now, it's time to come back. Confused? Don't be. It'll all make sense soon. I just had to wait for you to be ready. I'm gonna count to 10. And when I say 10, you will open your eyes. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is insane. How do you expect us to believe any of that crap? You heard it yourself. You've been here the entire procedure. We all were. That doesn't mean what we witnessed made any sense. It did. You just have to pay attention to the details. His descriptions were very thorough. That they were. Thanks to him, we found a way in. Our attack team was able to successfully enter the complex from where he came out. The details? Is that what matters now? I'm sorry, but I didn't see a nuclear explosion in the middle of the city. Did you? Don't be ridiculous. You have to learn to differentiate between memory and fantasy. This whole tale with the explosion and the ultimate destruction of the facility was an obvious stress release. Stress release? We don't have time for stress release. We need answers. How are we supposed to make sense of his ramblings if half of it is fiction? Easy. We already know what happened from the moment he was shot in the head and we took him in. So you could just forget about everything that he said after that. Gentlemen, he's awake. About time. Is he lucid? I should examine him. That won't be necessary. I'm going to need to send him back in. What, so soon? That is not safe. Oh, here we go again. Let's waste 2 hours hearing him fantasize about how he's going to save the world. I'm going to get a cup of coffee. I have no choice. Our men are inside. We lost radio contact. He is our only hope. If you turn him into a vegetable, he won't be able to help us now, will he? Michael, please. The procedure is already at risk due to his head trauma. If you push him too hard, he might have a seizure. He can take it. He must. Does he understand what we're doing? He'll connect the dots eventually. Won't you, Jake? Maybe you should explain it to him. Having him confused isn't helping. Jake, look at me. What do you remember? I'm telling you, you should explain everything to him. The bullet has caused a severe head trauma. It's what's causing his short-term memory loss. The harder he will try to think, the worse it will get. Jake, do you know where you are now? Of course he doesn't know. He's been stuck in his head for the past 12 hours. That is inaccurate. He was always in control. We were just guiding him. If we were controlling everything, he wouldn't have had these outbursts of mild fantasy. Jake, everything that you just told us, all the events that you described, took place over the last week. That's right, Wacko. And you weren't sent to some underground place in Arizona. In fact, you haven't moved from this chair since 8 o'clock this morning. What is going on out there? You better go find out.
Jake. Okay, weil sie was von mir? Oh, ich wurde einfach nur hypnotisiert die ganze Zeit. Oder irgendwie so eine Scheiße. Jake, listen to my voice. It is your guide. Weil sie irgendwas von mir rausfinden wollten, von dieser Einrichtung, von dem Einsatz. Aber warum? Was ist das für eine Einrichtung gewesen? Okay, wir müssen wieder reingehen. Was ist das für eine Einrichtung gewesen? Hier. Wir können da nicht rein. Da rein? Oh. Und diese ganzen Albträume und so, das ist Erinnerung an was? Und der Kopf in die Kugel und was ist mit meiner Frau los? Okay. Wir müssen auf seine Stimme hören. Links. Können wir hier raus? This way. Hier lang. Over here. Da? Over here. Over here. Warte mal. This way. Links, glaube ich. Rechts. This way. Links. Follow my voice. Der Raum wird auf jeden Fall länger, wenn wir es machen. Over here. Ah, da. This way. Ja, okay. Ich glaube, wir kommen näher. Ich höre eine Uhr. Links, rechts? Ist doch irgendwas, ich höre doch was. Ich doch hier lang. You're almost there, Jake. Oh, okay. Sind wir jetzt? Hey. Okay, es ist alles nur in meinem Kopf passiert. Hier sind alle Leute. Alle Leute. Und sie haben sich das nur ausgedacht. Also, wir wurden quasi hypnotisiert, weil wir irgendwas aus der Vergangenheit herausfinden sollten, was quasi passiert ist. Hey, das sind die Wissenschaftler. Wahrscheinlich bei diesem ersten Einsatz, den wir ganz am Anfang gemacht haben. Die Leute, die wir gerettet haben. Kenn ich euch? Wo ist denn Hank? Irgendwas hat das bestimmt mit Hank noch auf sich. Ich meine, da ist irgendjemand im Feuer gestorben. Vielleicht ist das auch ursprünglich der Verursacher gewesen. Hey. Das ist doch mein Ausbilder, mein Kumpel von damals, oder? Und Hank. Okay. Oh, ich habe gerade Gänsehaut irgendwie. You're almost there. Sie waren quasi die letzten, rechts und links. Meine besten Freunde, so mehr oder weniger. Die, die mir weitergeholfen haben. Ohne Hank wären wir ja nicht weitergekommen, großartig. Beziehungsweise hat er uns ja immer geholfen. Good. This is where everything split. Now, okay. Go back. Before the train. Before the jet. Before level 5.
take me back to the north wing on level 2. Mit der Frau? Take me back to the labs. Okay. Ah, wo wir vergast wurden. Good. Don't worry about the gas. There is no gas. You're not suffocating, you're alone. You are safe. Okay. Deswegen... Good. Do you see the journal? Go to it. Ah, deswegen sind wir quasi, bei Hank wieder aufgewacht. Hank muss irgendwie eine Schlüsselfigur sein. Quasi, unser Ausbilder aus der... Ausbilder und Freund aus dem wahren Leben. So eine Art, so eine Art Anker. Also sie wollen irgendwas wissen, was hier ist, was vielleicht im Journal ist oder so. Weiß nicht, was da links ist. Sieht aus wie meine Hand oder so. Open it. Read it. Aufmachen und lesen. Ist das vielleicht das Tagebuch von unserer Frau? Da steht aber Tom. Wir sind aber Jake, ne? Duality. My life seems to be full of parallel events. Intricately connected. Guiding me step by step. Foretelling my actions. Robbing me of my free will. On one side I have my work. That will help billions and probably save mankind from being annihilated by their own mistakes. And on the other, I am the father of a dying child. Oh, wir sind im Haus zurück. Das erste, was ich mache, ist Post gucken. Was hat dieses Haus für eine Bedeutung? Der Flügel steht da noch. Können wir reingehen? Damn it, he's too unstable. You have to stop this. We're almost there. Jake, go back in. Look at the lights. Sie wollen was wissen, was im Haus ist? Good. Now open the journal. Wieder das Journal öffnen. The bond between my co-workers and I, it goes beyond anything I've ever seen. Especially her. Oh. We all know what we have to do. We all know there is no other choice. If only he could see it. The Eastern Janus, they call him. My opposite. It seems they forget we are on the same side. One problem, two opposite solutions that cannot coexist. Hmm. Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Aber wir sind wieder beim Haus. Spielt sie jetzt da? This is insane. You are killing him. God, his nose is bleeding. Jake, go back in. Now. Wie oft wollen wir das denn noch spielen? Ich habe das Gefühl, das wird immer größer hier. Der Bereich, der äußere Bereich. Aber es ist jedes Mal ein neuer Text. Also wir machen nichts falsch, glaube ich. Ich glaube, es muss so sein. With nearly unlimited resources and with the best minds working at my side, I still cannot save my own son. How could I possibly save the world? While Pastors could very well be his salvation. Yes. It may also seal his doom. Jetzt brennt alles. Müssen wir da reingehen? What the hell is going on out there? Flugzeug? Ich muss das Buch zu Ende lesen. Ich muss immer wieder rein, aber ich werde immer zum Haus zurückgeschickt.
Gott. Was ist denn in diesem Journal drin? Was ist denn so wichtig? Okay, noch einmal. Like brothers, they go in pairs. As if they were attracted to each other by a bond of friendship. They just seem to understand one another without having to speak. This bond can be very dangerous if one were to perish, as we had the misfortune to witness. They look so much like him. It's killing me to do this to them. I couldn't handle it without her. I couldn't handle it without Mia. Ist Mia nicht unsere Frau? That's it. He can't take anymore. His heart is gonna explode. What are you doing? You're killing him. Jake, read it. There's something in the room. Etwas im Raum? Okay. Mensch, diese Horrorparts hätte ich mir zwischendurch öfters gewünscht. NBC News, we are live downtown with a report of the evening Dana Winters. Dana, we are hearing crazy rumors about riots, and we've been getting a ludicrous amount of phone calls for the past 2 hours. What is going on out there? Yes, Rick, it's true. It's all true. We were on our way to the 13th Police for Safety over on the east side of town. When all hell broke loose, the police station appears to be barricaded. There are no police officers in sight. There was no one trying to restore order. Everyone is just running everywhere, and some pedestrians appear to be wielding weapons and attacking other groups of people. I can't seem to make sense of it. Dana, can you hear me? Dana, are you all right? Talk to me. It seems they're back on their feet. We have to cut the feed since the camera was apparently damaged. It would seem a vehicle has crashed against the bus stop they were using as cover. God. We're gonna go to Jackson Neville, who's on the other side of town, where it appears the wave of violence is also starting to surface. Jackson, what's the situation over there? Okay. Ist die fucking Zombie-Apokalypse ausgebrochen? Sieht so aus. Okay. Das heißt... Oh! Was passiert denn da draußen alles? Es ist das absolute Chaos. Okay, das heißt, lass mal überlegen. Was hat das also mit dem Haus zu tun? Das Haus? Mein Gott! Marcel hängt hier ins Fenster rein. Das Haus war also quasi nur, auch nur in unserem Kopf. Genauso wie Mia. Sind wir der Wissenschaftler? Nein, wir sind nicht der Wissenschaftler. Wir waren, glaube ich, da drin, um irgendwas zu finden. Dieser Einsatz, der hat wirklich stattgefunden. Der Einsatz hat wirklich stattgefunden. Und wir haben anscheinend einen Kopfschuss gekriegt. Und wir sind der Einzige, der weiß, was da drin passiert ist. Deswegen wurden wir quasi zurückgeschickt in unseren Verstand und haben diese Welt kreiert um Handaherr und diese ganze Geschichte. Aber irgendwas ist ausgebrochen. Wir haben das quasi mit eingebunden in unsere Fantasie. Und jetzt sind wir hier in der Stadt. Oh mein Gott, ich kann mich gar nicht lösen von dem Spiel. Wo müssen wir denn hin überhaupt? Interview 2. Wollen wir hier rauskommen? Natürlich zu! Aber was ist jetzt in der realen Welt passiert? Ist es wirklich ein Virusausbruch? Ein Zombie-Ausbruch? Haben diese zwei Leute daran? Mia? Hat seine Frau daran gearbeitet vielleicht? Sie hieß doch Mia, oder? Ich meine schon. Chapter 2. Okay. Wir haben gerade mal Chapter 1 hinter uns gebracht. Und jetzt geht's weiter mit Chapter 2. Aber ich glaube, Chapter 2 gibt's noch gar nicht. Ich glaube, die Mod endet hier. The Dead City. Okay.
Sieht sehr tot aus, die Stadt. Mia! Müssen wir ihr folgen? Oh fuck. Der hat uns quasi rausgeschubst. Wir sind draußen. Speicherpunkt. Da ist ein Panzer. Was ist das für ein Viech? Okay, ist falsch. Wir scheinen ja noch irgendwie geschützt zu sein hier. Ist das ein Kind auf dem Arm? Ein Baby? Da vielleicht. Oh, rechts rum. Right out. Stay sharp. Shoot to kill. Oh fuck. Ah, ich bin so verwirrt. Falsche Richtung. Autsch. Okay, das war falsch. Falsche Richtung. Wir haben wahrscheinlich immer diese Halluzination wegen dieser komischen Therapie, die wir gemacht haben. Deswegen haben wir jetzt Halluzinationen. Einfach zurückrennen. Aber hier war schon richtig, glaube ich. Spread out. Stay sharp. Go. Oh, wir müssen da lang, okay. Mann, diese Art hätte ich mir gerne in dem Hauptspiel gewünscht. Ich schätze mal, wir können nicht hier hin. Wir müssen weiter hoch. Aufs Dach. Oh, fuck. Geschrien? Okay, wir werden definitiv von diesem Viech beschützt. Ich müsste jetzt in den Aufzug rein. Scheinbar nicht. Scheinbar müssen wir woanders hin. Es muss noch einen anderen Weg. Oh fuck. Müssen wir lang?
Sie irgendwo? Ich glaube, hier weiter. Da sind wir hergekommen. Nee, ist gut. Wir folgen hier einfach. Noch ein Ausgang. Sie ist hinter uns. Komplett durch. Da ist jemand Unsichtbares. Takeo! Hat er sie umgebracht gerade? Ist Takeo vielleicht Mias Bruder? Das ist alles zu viel für mich. Oh mein Gott. Ich denke, ich werde mir sehr viel noch durchlesen müssen, was ich so finde. Es wird fortgesetzt. Wir haben es geschafft. Wir haben Underhell durchgespielt und ich bin wirklich... Oh mein Gott, ich bin wirklich geflasht, wie man als Mod so ein Spiel auf die Beine stellen kann. Das, ich weiß nicht, wie viele Folgen das jetzt waren, wie viel Spielzeit, 8 Stunden oder noch so. Ich glaube, es ist jetzt sogar das längste Projekt auf meinem Kanal und unglaublich. Die haben wirklich super Arbeit geleistet und ich hoffe wirklich, dass irgendwann vielleicht noch Chapter 2 kommen wird. Die Mod ist 2013 rausgekommen, seitdem nichts mehr gehört, nichts mehr gelesen. Die Jungs haben es einfach drauf. Deswegen, underneath this hell. Okay, es sind sogar Songs, okay. Ja, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als zu sagen, ich muss das erstmal ein bisschen verdauen. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zur Story in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habe ich ja irgendwas verpasst oder vergessen. Oder ich kapiere es gerade nicht, weil ich gerade so geflasht bin. Ich habe jetzt auch fast 2 Stunden am Stück aufgenommen. Und ich werde mal gucken, ob es vielleicht irgendwann Nachfolger davon gibt oder ob das Team vielleicht noch andere Mods gemacht hat oder so. Und dann werde ich es spielen. Spätestens wenn Chapter 2 irgendwann mal rauskommt. Irgendwann. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns noch die Musik laufen. Und den Abspann. Und bis dann. Ciao. Escape from underneath this hell. Searching for a real sense of who's to blame. The real truth behind the guilt surrounding me. An escape from underneath this hell. A tragedy. No government. The president, the democracy, it's all a bunch of fucking lies. They feed you bullshit because that is what you want to hear.
Because you can't handle the truth. Confusion and chaos. Who should I follow? Who can I trust? Betrayal and evil. The guilt of it all is making me fall back again. Searching for a real sense of who I am. A real sense of what I'm doing. An escape from underneath this hell. A real sense of who's to blame. The real truth behind the guilt surrounding me. An escape from underneath this hell of tragedy. Chapter 2.